Und sehr, sehr viele von den 10.000 Fans, die wir jetzt haben, haben uns gesagt, Mensch, baut da einen HDMI-Port ein. Wer es nicht weiß, das ist die Schnittstelle zum Fernseher. Hatten wir jetzt nicht drin und haben uns gedacht, Mensch, wenn das wirklich alle haben wollen, dann bauen wir das noch ein. Also ja, das WePad wird eine HDMI-Schnittstelle haben. Und in einer Modellvariante, zu den Modellvarianten komme ich am Schluss, gibt es auch ein Full-HD-Playback, also wirklich 1080p-Playback direkt auf dem Fernseher. Haben wir auch noch nachgerüstet, diesen Chip, haben uns einen Monat dafür gegönnt, aber die Community wollte es haben. Was uns sehr unterscheidet vom iPad ist, wir haben zwei Standard-USB 2.0-Schnittstellen in dem Gerät. Warum ist das wichtig? Zum Beispiel kann ich da einfach meinen USB-Stick in das Gerät reinschieben, um Dateien vom USB-Stick zu bearbeiten. Aber fast noch wichtiger, ich kann Peripherie anschließen, Standard-PC-Peripherie. Das macht uns natürlich sehr flexibel. Wir haben ferner einen SDHC-Kartenleser. Sie alle kennen diese SD-Chips, es sind ganz viele Leute mit Kameras, in manchen davon sind SD-Chips drin. Es ist eine Möglichkeit, den Speicher des WePads zu erweitern. Wer sich die Preise mal vom iPad anguckt, der weiß, warum das auch kostenseitig ein riesengroßer Benefit für den Nutzer ist. Und ja, wir haben eine Webcam. Wir haben eine Webcam, man kann auf dem WePad skypen und nicht nur Audio, sondern auch Videokonferenzen durchführen. Zuletzt, wir haben einen Intel-Prozessor, ich sagte es schon, dadurch laufen bei uns zum Beispiel bestimmte Linux-Applikationen, die wir freigeschaltet haben, aber dazu kommt Tor, glaube ich, nachher noch. Eine Sache, die bei anderen Pads immer wieder kritisiert wird, ist, da läuft kein Flash. Flash ist im Internet nicht nur dafür da, Filmchen abzuspielen, dafür ist es die gebräuchlichste Technologie. Flash ist auch dafür da, beispielsweise Spiele zu spielen. Gerade in Facebook, Farmville, eines der populärsten Spiele, ist Flash gemacht und sehr, sehr viele Websites basieren faktisch auf Flash und funktionieren ohne Flash nicht. Deswegen läuft in unserem Browser Adobe Flash. Das möchte ich jetzt mal zeigen, abgesehen davon, dass auch Java läuft. Sie sehen hier, das ist jetzt ein Screen Capturing vom WePad, also den Finger haben wir nachträglich drauf gemacht. Wir gehen einfach mal mit dem Browser auf Google, suchen nach Sternen, weil wir so gute Beziehungen zum Stern haben, haben wir mal das Beispiel ausgesucht. Gehen auf die Website vom Stern, wir haben eine Daumen, halten das mit zwei oder einer Hand. Gehen einfach mal auf den Video des Tages und kommen jetzt schon zu einer Seite, an der das iPad da unten jetzt anzeigen würde, so ein komisches Broken Applet-Symbol. Bei uns läuft die Werbung, bei uns läuft der Film. Wir können den Film auf Fullscreen anzeigen und auch sämtliche weitere Flash-Filme und Applikationen im Web laufen einfach so. Also barrierefreies Internet. Nächstes Thema Barrierefreiheit, Multimedia. Wenn ich ein iPhone oder ein iPad habe und ich will ein Foto von einer Kamera aufs iPad kriegen, brauche ich immer einen anderen Computer. Das ist kein Witz. Also wir müssen dann an das iPad einen Computer mit so einem Kabel anschließen und dann irgendwie die Dateien da drauf zu synchronisieren. Das ist natürlich extrem unhandlich. Schafft zwar eine Abhängigkeit, aber für den Konsumenten nicht sehr freundlich. Ich zeige Ihnen mal, wie das bei uns geht. Sie schieben die SD-Karte rein, stellen sich vor, ich habe da jetzt eine SD-Karte reingeschoben. Sie sehen hier die Navigation über den Homescreen, der ist bei uns vertikal, nicht horizontal, wie bei anderen Geräten, weil wir das für daumenfreundlicher halten. Starten einfach das Fotoalbum, in dem Fall ist das jetzt, hat es auf die SD-Karte zugegriffen und Sie können sich einfach die Fotos, die auf der SD-Karte sind, anschauen. Sie können hier natürlich auch swipen, wie man das so kennt. Und können auch eine Dia-Show machen. Kommt, glaube ich, gleich. Genau. Und wohlgemerkt, eben direkt von der SD-Karte würde auch genauso mit einem USB-Stick gehen. Das sehen wir jetzt mal, USB-Stick, und wir spielen, glaube ich, eine Audiodatei ab. Stellen Sie sich vor, Sie haben auf dem USB-Stick von einem Freund eine MP3-Datei bekommen und wir spielen einfach ab. Also ohne Synchronisation über irgendwelche Musikverwaltungsprogramm. Multitasking. Sie alle wissen, das iPhone hat Multitasking nur für die Apple-eigenen Applikationen, also SMS und E-Mail-Applikationen laufen durchaus im Hintergrund. Das Gerät kann das, aber für die Fremdapplikationen ist es nicht freigeschaltet. Und auch das iPhone 4 hat kein echtes Multitasking. Kann man sich ja mal in der Fachjournalie durchlesen. Ich zeige Ihnen gleich mal einen Unterschied.
Wir sehen hier wieder den Homescreen des V-Pads. Und achten Sie mal auf diese Widgets, die da eingeblendet sind. 20.15 Uhr im TV, das sind Live-Informationen. Also in dem Fall hatte das V-Pad eine Verbindung zum Internet. Und wir sehen hier live das Wetter, ohne dass wir eine Applikation starten mussten. Und jetzt haben wir gerade eine Musik-Applikation gestartet. Gehen noch in den Google-Widget. Schauen uns die Karte an. Es läuft alles parallel. Suchen jetzt mal auf einer populären Website nach irgendwelchen Sommerrezepten, gehen im Browser, die Musik spielt weiter. Und tatsächlich, man sieht, da laufen jetzt gerade mehrere Browser, sind es in dem Fall parallel und dann noch die Musik im Hintergrund. Also wir haben hier im V-Pad echtes Multitasking. Linux als Betriebssystem unten drunter leider. Ablegen kann, wenn man möchte. Das ermöglicht natürlich auch den Zugriff von anderen Systemen. Das heißt, es ist eine ganz wesentliche Komponente des Systems, dass man von überall wirklich auch darauf zugreifen kann. Das ist der eine Teil. Das, was wir von vornherein machen, ist ein vollumfängliches Applikationenpaket, das man von vornherein loslegen kann. Das, was in einem zweiten Schritt aber ganz, ganz wesentlich ist, wir möchten, dass die Community das System erweitert, weitere Applikationen dazu schreibt. Von dem her haben wir von vornherein gesagt, wir machen ein Applikationenpaket darauf, das sowohl eigene Applikationen umfasst, aber ganz, ganz wichtig eben auch Applikationen, die für Android geschrieben sind, laufen lässt, Java-Applikationen laufen lässt. Und insofern schaffen wir es, dass zum Marktstart schon ein vollumfängliches Softwarepaket da ist, das auch vorinstalliert ist. Der Nutzer kann jetzt aber auch sehr, sehr schnell einfach, indem er in den App-Store-Bereich oder in den Applikationen-Store geht, weitere Widgets hinzufügen, weitere Applikationen hinzufügen, kann sich die ganze Pinnwand so einrichten, wie er das möchte und kann dann wieder direkt in die Nutzung starten. Das heißt, unser Ziel ist es wirklich zu sagen, okay, wir haben ein vollumfängliches Applikationenpaket, wir erwarten momentan auf Basis der Nachfragen der Nutzer Applikationenverfügbarkeit zum Startbereich bereits irgendwo in der Größenordnung von 10.000 Applikationen. Das, was wir parallel dazu bereitstellen, ist natürlich ein Basispaket, mit dem jeder loslegen kann und der Rest, den kann sich jeder auf sich anpassen. Das ist unsere Vision von, wie frei ein System sein sollte. Kurzschluss haben, das ist vor der Wand. Und Sie von der Seite? Gut. So, jetzt ist gut. Danke sehr. Sie können wirklich nachher machen. So, jetzt bin ich blind. €449 für die Version mit 16 GB internem Speicher und WLAN oder Wi-Fi, wie die Amerikaner sagen. 16 GB, wohlgemerkt, da ist ein Sternchen dran, Sie können eine SD-Karte reinschieben und auf 48 GB in dem Fall erweitern. SD-Karten sind heutzutage nicht mehr so teuer. Also wer das mal mit Modellvarianten beispielsweise vom iPad vergleicht, merkt, das ist wirklich ein Schnäppchen. Und außerdem haben wir natürlich auch mehr Features. Wir haben das gesehen, wir haben Schnittstellen, wir haben eine Kamera. Das V-Pad 3G ist dann die erweiterte Version mit UMTS-Funktionalität, mit GPS, um beispielsweise sofort in Kartendiensten geortet werden zu können. Und auch hier haben wir auf die Community gehört, wir haben einen Full-Hand. Auch beim Zubehör sind wir ohne Barrieren. Wir liefern ein bisschen Zubehör, kann man sich dazu ordern, zum Beispiel zur Docking Station, zum Aufstellen des V-Pads, auch mit ganz vielen Schnittstellen wieder. Eine drahtlose Tastatur können Sie anschließen, können aber auch Ihre USB-Tastatur, die Sie zu Hause haben, einfach anschließen. Registrierungen zum Pre-Ordern direkt aus den, von den Konsumenten, die sagen, ich kaufe das Ding.